Hallöchen, meine Lieben. Heute geht es um ein Buch, das ich zusammen mit meiner Tochter zu Ende gelesen habe und welches Buch das ist und wie es uns gefallen hat und was ich dazu zu sagen habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Anschauen. Geht, ist dieses hier, Disneys Das große goldene Buch der Tiergeschichten aus dem Carlsen Verlag. Wie ihr sicherlich schon gesehen habt oder beziehungsweise sehen werdet, ihr werdet das sehen erst nächsten Monat, habe ich eine ganze Ansammlung von dieser Reihe, also der goldenen Bücher von also Disneys goldene Bücher aus dem Carlsen Verlag. Aber es könnt ihr auch halt eben natürlich, ja, wenn ihr durch meine Videos geht, auch vor Weihnachten, glaube ich, habe ich auch noch mal ein Video darüber gemacht, weil ich finde, dass diese Sammelbänder echt wirklich wunderschöne Geschenke zu Weihnachten, zu Geburtstag, zu Ostern, zu Taufen oder einfach so sind. Das heißt, ja, ihr könnt es gerne verschenken euren Kindern, Neffen, Nichten und so weiter. Das hier ist das neueste Exemplar. Das ist am 18. März erschienen, an meinem Geburtstag. Und ich habe meinen Mann darum gebeten, es mir zum Geburtstag zu schenken, weil ich halt auch die anderen Teile habe. In diesem Buch hier geht es, wie schon die Überschrift sagt, wie schon der Name sagt, um Disneys Tiergeschichten. Das heißt, wir haben hier 20 Geschichten aus den beliebtesten Disney-Erzählungen. Und hier geht es halt hauptsächlich um Tiere. Aber das bedeutet halt eben natürlich nicht, dass wir hier nur auf das Dschungelbuch, so wie hier halt eben Shere Khan abgebildet ist, hier Bagheera und Baloo, die Dalmatiner und Bambi, sondern hier sind auch natürlich auch die Prinzessinnen vertreten. Schauen wir uns zuerst einmal das äußere Leben an des Buches, bevor wir zum Innenleben kommen. Ich komme mal näher zu euch ran. So sieht es halt eben aus. Es ist grün gehalten. Ich weiß nicht, ob man es hier jetzt im Video oder halt eben hier halt sieht. Es ist auch so ein bisschen matt. Das ist mir aufgefallen seit der großen goldenen Buch der Eiskönigin, dass sie so ein bisschen mattiert sind. Die vorigen beiden, das große goldene Buch der Prinzessinnen und das große goldene Buch der Disney-Geschichten, also das erste und das zweite aus dieser Reihe, waren glossy, also die waren so glänzend und ich glaube bei Williams auch. Aber die Gute-Nacht-Geschichten und die Tiergeschichten sind matt, beziehungsweise ein bisschen marmoriert, nur ich glaube, ihr seht es halt eben nicht so. Ne? Also man sieht es nicht so arg. Aber natürlich sind hier immer noch diese goldenen, reflektierenden Sachen da. Hier sind die Tiere abgebildet, genauso wie vorne. Hier haben wir halt eben noch den Elefanten aus dem Dschungelbuch. Klopfer ist hier. Hier ist Blume. Also das ist es dann ein Stinktier gewesen? Ja, gell? Ein Stinktier bei Bambi. Dann haben wir hier noch Pfotenabdrücke und hier haben wir dieses Sonnenzeichen von der König der Löwen. Hier vorne habe ich euch übrigens noch verschwiegen, haben wir hier auch noch König der Löwen. Also hier ist Pumba, Timon, Simba. Hier hinten haben wir Rafiki, hieß er, gell? Der Affe. Und dann haben wir hier vorne das wunderbare Dornröschenschloss, was hier ein Markenzeichen ist von Disney. Und halt hier noch Vögel, die singend drumherum fliegen. Auch hier das Bücherband, genauso wie die anderen gehalten. Also sehr schön anzuschauen, wenn man es in sein Bücherregal stellt. Und der Buchschnitt ist halt natürlich golden. Wenn man das Buch aufmacht, sind hier Pfotenabdrücke zu sehen. Also anders bei den Williams waren es ja die Bösewichte, die abgedruckt waren. Ich weiß gar nicht mehr, was bei den ersten beiden war und was bei den Gute-Nacht-Geschichten war. Aber hier sind es auf jeden Fall Pfotenabdrücke. Und hier vorne sehen wir halt noch einmal den Umschlag, also das Bild vom Cover noch einmal abgedruckt.
Und inhaltlich haben wir halt eben hier 20 Geschichten, so wie ich es euch schon gesagt habe, mit den unterschiedlichen Namen. Und dabei steht halt eben auch noch, aus welchem Film das ist, wie zum Beispiel hier aus Peter Pan, tierisches Versteckspiel mit Nana oder bei König der Löwen, ein Tag mit dem Prinzen. So, und beginnen tun sie so wie die anderen Disney, also die anderen Geschichten in den anderen goldenen Büchern, halt mit dem Namen und mit der Überschrift und um wen es hier geht. Die Bilder an sich sind sehr, sehr groß und in diesem Band ist wirklich wenig Text, sehr große Bilder, also es ist ziemlich schnell vorgelesen. An für sich muss ich aber sagen, geht es hier halt eben, muss man es sich halt eben so vorstellen, dass auch wenn wir halt bei den Prinzessinnen hier drin sind, also erstmal geht es halt wirklich um die Tiere. Also wir haben hier Bambi und die 101 Dalmatiner und das Dschungelbuch. Dann haben wir aber auch zum Beispiel so Prinzessinnen wie zum Beispiel Schneewittchen oder Cinderella. Und bei Cinderella ist wahrscheinlich dann einem gleich sofort klar, ja, bei Cinderella, da geht es natürlich um die Mäuse dann, um ihre Freunde. Und bei Ariel zum Beispiel, da geht es natürlich um Fabius. Aber hier sind nicht nur die älteren und die klassischen Geschichten vertreten, sondern auch die neueren. Wir haben hier drin auch noch Coco. Das ist dieses angelehnte an das mexikanische Totenfest, animierte Zeichentrickfilm von Disney. Mag ich übrigens ziemlich gerne. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, dann guckt es euch an. Es ist wirklich tränenrührend, das Ganze. Und bei Coco geht es zum Beispiel um den Streunerhund. Wie hieß denn der? Der hat auch so einen wunderbaren Namen. Gott, ich habe jetzt vergessen. Moment. Bei Coco ging es um, genau, Dante. Dante ist der Streunerhund und da ging es halt eben um Dante. Und dann haben wir auch, in Englisch heißt sie ja Moana, im Deutschen Jana. Da geht es natürlich dann, wie soll es anders sein, um Pua, das Schweinchen und um Hey Hey, den Huhn. Das Huhn, das verrückte Huhn. Und dann haben wir hier aber auch zum Beispiel Pinocchios Figaro, der hier auch noch seine eigene Geschichte hat. Im Großen und Ganzen hat uns eigentlich das Buch ziemlich arg gefallen, nur bloß ist mir und also meiner Tochter ganz besonders aufgefallen, dass die Geschichten wirklich sehr kurz sind. Das heißt, wir haben hier echt wirklich sehr wenig Text. In 5 Minuten ist man mit der Geschichte durch. Man hat halt die Bilder zum Angucken, aber mehr ist da echt wirklich nicht. Das fanden wir beide ziemlich schade. Das hätten wir uns ein bisschen anders gewünscht. Aber was soll man sagen? Es sind halt nicht die klassischen Geschichten, die ihr hier drin findet, sondern das sind Geschichten, die entweder vor den Geschehnissen, also vor der Geschichte an sich passiert sind oder irgendwo zwischendrin. Das heißt, es sind schon von vornherein Kurzgeschichten, die wir hier drin haben. Deswegen kann man hier nichts Neues erwarten und auch nichts, was irgendwie, keine Ahnung, so eine Geschichte ist, die 30 Minuten dauert oder 20 Minuten dauert, sondern es sind wirklich so 5-minütige Geschichten. Auch würde ich hier auch nicht sagen, dass es Geschichten sind, die man einfach hintereinander lesen kann, sondern diese Geschichten oder beziehungsweise ganz besonders in diesem Sammelband und auch in dem Gute-Nacht-Sammelband geht es halt eben, glaube ich, eher darum, dass es Vorlesegeschichten sein sollen für Kinder. Das heißt, jeden Tag eine Geschichte und halt ja, die Kinder freuen sich. Ich habe auch bei Goodreads, zum Beispiel bei der Disney, das große goldene Buch der Gute-Nacht-Geschichten hat eben gelesen, dass da bemängelt wurde, dass sich die Geschichten halt eben wiederholen. Es sind halt eben, ja, also wie soll man sagen, was hat man denn eigentlich da erwartet? Na, es ist natürlich so, dass es sich zum Beispiel bei Gute-Nacht-Geschichten ja hauptsächlich um Geschichten dreht, bevor jemand schlafen geht oder wenn jemand schlafen geht und was da passiert und so Träume und Abenteuer so abends noch erlebt.
Und hier ist es genau, ist es genau das Gleiche. Das heißt, hier finden wir Geschichten, die sich alle um das gleiche Thema drehen, nämlich um das Thema Tiere. Es gibt keine Geschichte, die sich irgendwie vollkommen da abweicht und wir haben einen neuen Handelsstrang. Nein, die sind, die ähneln sich schon, also so wie die Gute-Nacht-Geschichten, aber natürlich auch nicht so arg. Also die Protagonisten sind schon anders, sie erleben schon andere Geschichten, aber die sind. Das sind leichte Geschichten. Das sind halt eben Vorlesegeschichten, wirklich für Kinder angelehnt. Es sind keine Williams- oder Twisted Tale-Geschichten, sondern wirklich hier Geschichten für Kinder. Ja, oder für jemanden, der, wie ich, ganz gerne auch diese Bücher sammelt. Ich würde euch halt wirklich das Buch empfehlen, wenn ihr es jemandem schenken möchtet. Das heißt, jemand, der entweder ein großer Disney-Fan ist, der es ganz gerne haben möchte, dann ergibt es natürlich eher Sinn. Oder wenn ihr es jemandem schenkt, der Kinder. Würde es euch echt wirklich da langweilig werden? Ihr würdet euch langweilen, weil die Geschichten sind sehr kurz. Es passiert nicht überragend irgendwie irgendwas Spannendes. Es gibt halt eben keine Intrigen oder so. Es sind wirklich Zusatzgeschichten zu den klassischen Geschichten. Das heißt, Zusatzgeschichte zu Figaro, dem Kater von Geppetto, Zusatzgeschichte zu Fabius. Also nur so etwas. Und ja, aber zum Vorlesen finde ich, eignet es sich ganz gut. Nur plus, ja, die Geschichten sind halt echt wirklich ausreichend kurz, das heißt, es ist schnell vorgelesen, die Bilder sind schnell angeguckt. Ja, das ist das, was ich halt eben wirklich hier bemängeln würde. Falls ihr dieses Buch schon habt oder falls ihr das auch ganz gerne sammelt, könnt ihr ganz gerne unten kommentieren, mir eure Erfahrungen mitteilen oder auch den anderen eure Erfahrungen mitteilen mit diesen Büchern. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet etwas davon mitnehmen, irgendwas Interessantes oder euch halt eben ein Bild von diesem Buch hier machen, bevor ihr es euch holt. Ja, und ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.